Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir wollten eigentlich hier durch, aber unser Schlüssel wurde geklaut, den wir von Boris bekommen haben. Und den müssen wir wiederholen. Von den Raben. Und diese Raben chillen da. Oder dieser Rabe chillt da auf diesem Baum. Und wir müssen dagegen rennen. Und bekommen den Schlüssel. Schlüssel zum Friedhof zurückerhalten. Jetzt kannst du den Friedhof betreten. Hey, du hast den Schlüssel, also zurück. Du bist zu verträumt, Doki. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. Ja, das machen wir jetzt auch. So, Boris wollte kein Fragment verein, ne? Nee, leider nicht. Hä? Achso. Ich mach dir das. Ich mach dir das Tor auf, sei vorsichtig. Nein, oh, du Arsch! Blöder Geist, Alter. So. Und hier? Können wir doch eigentlich jetzt? Oder müssen wir dagegen sprinten? Ich weiß es gar nicht. Nein, okay. Oh, hallo! Wer bist du denn? Na, was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof von echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in Stadt Hyrule. Da treibt der gerne Schabernack. Wie es ihm dort wohl ergeht? Dem geht's gut, soweit ich weiß. Der verblockiert aber so einen Minish-Eingang. Also, wär's cool, wenn du ihm irgendwie eine Postkarte schickst oder so und sagst, jo, ruf mal ein bisschen zur Seite. Das wäre ganz cool. Ah. Okay, dieses Minispiel werden wir halt nie machen, aber naja. Jetzt weiß ich es, so wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt, ich will gleich damit anfangen. Ja, das ist, das Haus dort. Aber, ja, wie schon gesagt, wir werden dieses Fragment, glaube ich, nie machen. Dieses Minispiel an sich halt. Weil es bringt uns halt einfach nichts. So. Konnten wir hier nicht irgendwelche schieben? Scheint nicht so. Versuch's halt mit Gegensprinten und drücken. Vielleicht klappt das ja doch bei irgendeinem Grab. Aber es scheint eher nicht so. Hier haben wir Klonfelder. Ihr habt da oben ja schon drei Schalter gesehen. Aber das machen wir gleich. Mann! Okay. Hier ging auch nicht auf, ne? Ne, das geht alles, glaube ich, durch Fragmentevereine auf. Aber der will nicht noch... Nee, schade. Der will nicht noch eins vereinen. So, dann würde ich sagen, auf die Schalter. Shit. Wie gehen wir denn hier lang? Was hab ich denn das sonst immer gemacht? Muss man echt den Weg hier lang gehen? Ha. Versuchen es mal so... Ja, wir müssen, wie es aussieht, echt hier lang gehen. Zack. Und das große Grab öffnet sich. Oh yeah. Das ist hier so ein kleiner Mini-Dungeon, sag ich mal. Es ist zwar keine, das Grab des Königs vom Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wir müssen, wo müssen wir wohl hingehen, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Ja, ich auch nicht so. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Mit Bomben nehmen wir gerne mit. Und den Schlüssel brauchen wir natürlich auch, ne? So. Okay, hier. Einfach rüberschleudern lassen. Und hier gibt's jetzt Fake-Türen, genau. Das ist die richtige Tür. So, ach genau, jetzt brauchen wir hier... verschiedene... Schlüssel. Okay, dann warten wir noch kurz. Wir sind da, also wir müssen da oben nämlich Schalter betätigen, also müssen wir hier zu dritt rüber. Ach komm, als ob. Als ob. Das war jetzt unfair. Das war echt unfair. Okay, jetzt aber. So, natürlich nicht. Down gehen. Oh, okay. Schlüssel. Sehr schön. Aber wir können... Oh. Oder können wir... Warte mal. Ah, okay. Gut. Ich wollte gerade sagen, oh, wir kommen da gar nicht lang, aber... Alles gut. Weil wir müssen auf diese Plattform warten, meine ich. Aber nein, mussten wir nicht. Oh, wow. Und zweiter Schlüssel. Sehr nice. Wenn die Klone übrigens den Schlüssel einsammeln,
Dann erhalten wir den in der Hand. Das ist ziemlich witzig eigentlich. Sieht echt cool aus. Muss ich auch nochmal irgendwann zeigen. Oh, ey! Ey. Oh. Okay, weiter. Hier müssen wir jetzt... Wen besiegen oder müssen wir... Die Lampen anzünden. Das scheint irgendwie Lampen anzünden. Ja, okay. Hier lang. Und Lampe. Ja, okay, wir müssen noch besiegen. Wir können diese Mumien aber auch anzünden, oder nicht? Ja. Und dann werden sie einfach zu Skeletten. Den kennt man, glaube ich, auch aus anderen Zelda-Teilen schon. Würde ich mal meinen. Aber ja. Oh, das Triforce in Form von Krügen. Und dort oben müssen wir gleich hoch. Dort müssen wir hoch. Das ist Grab des Königs. Aber erstmal alle Krüge zerstören, ne? Noch die letzten Reichtümer des Königs nehmen. Oh, Kind. Kind, dass du versuchst, meine Erben Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Oh. Ich überreiche dir dieses Fragment. Geh zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja. Das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Oh Gott. Das kann man dem Kind doch nicht sagen, Alter. Hey, na nur, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule also, ah, wo mag das sein? Weiß ich nicht. Aber wir werden einfach rausgeportet, okay. So, willst du nochmal ein Fragment verein? Oh ja, jetzt will er wieder, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Abschnitt erreicht und dadurch neue Fragmentmenschen getriggert, sag ich mal. Jetzt, was? Warum habe ich nur bisher so viel Schnabernack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ich glaube, ich werde erleuchtet. Also, Nack, ich erwarte dich im Nirvana. Okay. Da ist jetzt ein Gang frei, okay. Ist er jetzt hier irgendwo? Okay. Dann nicht. Aber wir können mit Boris noch ein Fragment vereinen, soweit ich weiß. Ja, endlich. Öffnet das ein Grab oder was macht er? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, scheint so. Oben rechts wahrscheinlich das Grab. Ja, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir da noch schnell hin und gucken mal, was dort ist. Ich glaube, da ist ein Herzteil. Ich glaube, oder? Ich glaube, ja. Oh, nein. Oh, hallo? Ah, du hast den Grabstein weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen. Aber ich fühle mich so allein hier. Komm ich ab und zu besuchen, ja? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Komm auf jeden Fall vorbei. Okay. Erstmal, was haben wir nicht? 100 mysteriöse Muscheln, das ist schön. Obwohl wir die halt auch nicht mehr brauchen. Mann. So, wo ist Schaber? Heißt das Schaber? Ich glaube, der heißt Schaber. Sein Bruder halt. Okay, wir müssen auf jeden Fall uns merken, dass der können wir nochmal Fragmente vereinen. Aber wir fliegen jetzt erstmal weg nach hier oben. In der Hoffnung, dass der Minish hier jetzt endlich mal ein Fragment vereinen will. Ich warte darauf. Immer noch nicht, Mann. Aber vielleicht endlich Maximilian. Mein Namensvetter. Vielleicht will der ja ein Fragment vereinen. Denn sein Fragment, wie gesagt, das ist halt... Das will ich unbedingt. Ja, ja, ja! Nice, 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 nice! Ist es... Das ist nicht der, oder? Ist nicht der Eingang. Nein! Nein. Das ist auch ein guter Eingang, glaube ich. Ich spüre meine Kraft. Ja. Moment, willst du nochmal? Nein, okay. Das ist nicht der Eingang, den ich meinte. Oh, das war knapp. Das ist da oben links, ne? Ich bin gerade am Überlegen, haben wir vielleicht noch irgendwas? Wir könnten nochmal zu...
Ach komm. Ach komm, wir gucken in der Stadt nochmal kurz nach. Jo, wie sieht's aus? Wo die Fortmeldeverein und so. Und. Nein. Ja, das war hier oben. Ah nein, wir müssen nochmal alles bomben. Ist das denn ernst? Fragment, Fragment, nein. Keiner, Fragment. Du auch nicht. Doch, sie will. Das haben wir nicht. Mann, warum? Oh, Leute. Wollt doch mal ein paar andere Fragmente vereinen, bitte. Please. Please. Das wäre super nett. Immer nur diese blöden Fragmente, die vereint werden wollen. Das ist echt ätzend. So mit der Zeit. So. Hier nochmal ran. Willst du ein Fragment vereinen? Nein, okay. Gucken wir nochmal hier runter. Wir waren hier schon, aber wir können ja jetzt hier uns richtig klonen. Und daher diesen Stein hier reinschieben. Zack. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal durch den Brunnen runterfallen und den letzten Stein da reinschieben. Das gibt uns... Was gibt uns das im Endeffekt? Ein Herzteil gibt uns das ja nicht, glaube ich. Oder? Ich wollte noch nachgucken, was die... Ach, Mann. Na, okay. Also, wir wollen Fragmente fallen. Immerhin. Ah, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, was die jeweiligen Dinger bringen. Mensch. Aber... Oh, ein Schmetterling. Ja, dafür sind diese Felder gut, Leute. Wir müssen mit Dean, Nairu und Farore ein Fragment vereinen. Und dann erscheint ein Schmetterling auf einem der Flecken. Und das letzte Schmetterlingsfeld haben wir auch schon, das Blumenfeld haben wir auch schon gesehen. Das war eben auf dem Friedhof. Das könnten wir uns eigentlich alles gleich nochmal snacken. Ich gucke halt hier jetzt nochmal die ganzen Leute durch. Und guck, yo, wollt ihr Fragmente vereinen und so weiter. Es ist halt echt, manche Fragmente sind halt einfach echt wichtig zu vereinen. Ich kann auch nochmal irgendwann später nachgucken, yo, wer will denn überhaupt alles Fragmente vereinen, zu welcher Zeit und so weiter. Das Hühnerspiel müssen wir auch noch machen. Und das haben wir auch. Sehr schön. Somit haben wir alle drei Blumenfelder. Und könnten die jetzt gleich einfach mal abklappern. Können wir uns überhaupt zum Friedhof porten? Ich habe da gar kein Dings gefunden, oder? Hätte ich da ein Feld gefunden? Nee. Oh Mann. Stört mich gerade ein bisschen. Hier bringt uns das auch noch nichts. Du willst auch nicht, aber wir können ja erstmal den Hund gucken. Willst du ein Fragment? Nein, okay. Wie auch immer Tiere Fragmente fallen können. Kein Plan. Aber der Geist ist ja jetzt weg. Das heißt, warum auch immer wir vorher nicht durch einen Geist durchgehen konnten. Aber naja. Oh, die greifen mich an! Hey. Ja nur, das Glücksfragment ist weg. Ich kann es Anjo nicht zurückgeben, aber ich bin froh, dass es weg ist. Wie? Ich dachte, der wäre jetzt ein Fragment mit mir vereinen. Lol. Okay, dann nicht. Oh. Manno. So. Also ich schätze, Nairu, der Dean dürfte unseren Angriff verstärken, kurzzeitig. Aber was Farore macht, weiß ich nicht. Wenn Farores Dings zum Beispiel geiler ist, dann würde ich das natürlich nehmen. Kann ich da mal... Danke. So. Rubine haben wir auch genug. Wir brauchen keine Rubine mehr. Mann. So. So, jetzt können wir das hier erstmal wegschieben. Und ich sehe gerade, dafür müssen wir halt nicht mal den Weg durch das Dings gehen. Hä? Okay. Durch die Schule müssen wir den Weg gar nicht mehr nehmen. Wow, dafür haben wir das gerade gemacht. Nee, okay, ist nur ein andere Dings, okay. Wenn ich hier die Bombe leg. Okay. Hä, ist ja dumm. Ich hätte jetzt halt jedenfalls ein Herzteil dafür erwartet, aber nein. Nochmal 100 Rubine, warum? Ich hab genug Rubine, Leute. Gebt mir doch keine Rubine mehr. Mann.
Gib mir doch irgendwas Cooleres, so wie grüne Fragmente oder so. Das ist halt der Shit, den ich brauche. So, willst du ein Fragment fallen? Nein. Willst du ein Fragment? Nein. Irgendwer? Kauf ein grünes Fragment. Ja, eh genug Fragmente. Eh genug Geld. Irgendwer ein Fragment? Nein? Nein? Nein. Okay, haben wir auf dem Friedhof ein Feld? Ich glaube, wir haben kein Teleportationsfeld, sag ich mal, auf dem Friedhof. Nee, haben wir nicht. Das ist ja ätzend. Oh, das ist ja ätzend. Oh, ist das ätzend. Aber gut, wir müssen den Schmetterling einsammeln. Jetzt kannst du schneller graben als vorher. Warte mal, kann ich mit den... Ich kann mit denen auch auf dem Boden graben, ne? Stimmt! Da war ja was. So, was machst du? Jetzt kannst du schneller Pfeile schießen. Nur ist nicht. So, ich mach jetzt noch den restlichen Part ein bisschen Sidequesting, sag ich jetzt mal. Weil wir, ja, ich will Nairu oder Faroro oder die noch halt einen Platz zuweisen oder ein Haus zuweisen. Aber das können wir halt erst wirklich machen, wenn ich weiß, was die bringen. So. Nee. Okay, was gibt's denn hier? Kann ich hin... was? Ich kann nicht unter der Brücke durch? Lol. Come on. Dann halt hier runterspringen und hier rein. Denn hier ist ein weiterer Schwertmeister. Hallo. Ich bin Justin, so etwas ähnliches wie der beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du nur deine Schwertechnik verbessern. Nenu, es ist noch ein wenig zu früh, um bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du die höchste Schwertechnik überhaupt erlernt hast. Oh lol. Okay. Das... Ja. Okay. Das überrascht mich. Das kann ich gar nicht. Das kannte ich gar nicht. Nicht, das kann ich gar nicht, sondern das kannte ich gar nicht. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt habe. Aber egal. Wir gehen nochmal schnell zum Friedhof. Gab's da... Da gab's doch safe... Hä? Jetzt muss ich das ja auch nochmal machen, ne? Oben. Oh Mann! Ja, auf. Links. So, hier ist jetzt wie vorher, ne? Ja, wie vorher, genau. Okay, hier war oben wieder. Wie am Anfang, genau. Haben wir jetzt einmal rechts, glaube ich. Und dann. Wie das vorletzte Mal. Ja, okay. So, und hier gab es echt kein Teleportationsfeld? Hallo, Schmetterling. Jetzt kannst du schneller schwimmen als vorher. Oh, das ist auch nett. Das ist nett. Nee, warte mal, das Teleportationsfeld war doch hier oben, ne? Nee, hä, wo war das denn? Es gab hier doch ein Windmal. Hä, bin ich stumm? Sagt nichts. Nein. So, haben wir vielleicht jetzt das richtige Fragment für sie gefunden? Nein, haben wir nicht. Wir haben nochmal das bekommen. Alter. Irgendwann werden wir die krasseste Schwertechnik überhaupt haben. Wird alles einfacher. So, hier haben wir auch nichts, ne. Wir haben ja echt kein einziges Windmal. Ich war halt der Meinung, dass es hier ein Windmal gibt. Aber es scheint nicht so. Alles klar, okay. Dann würde ich sagen, gucke ich gleich nochmal nach. Nach dem Part hier, was für Nairu oder was Nairu, Farore und Dean bringen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Autsch. Das war ein bisschen falsche Reihenfolge, oder? Okay. Autsch. Da rein!